Priester sein oder nicht sein? Das ist heute die Frage. Ich weiß noch, als ich Kind war, so 19 Jahre alt, Erstkommunion, da habe ich leidenschaftlich gern Priester gespielt. Da habe ich so einfach so einen Schal genommen, habe mir den so umgehängt, das war dann meine Stola, und dann habe ich Messe gefeiert. Ja, ein paar Jahre sind inzwischen vergangen. Heute interessiert mich, was Menschen bewegt, die tatsächlich Priester werden wollen. Und was ist es überhaupt, Priester sein? Deswegen bin ich heute im Priesterseminar. Hallo, ich bin der Christian, ich bin 35 Jahre alt, war berufstätig, habe Solaranlagen verkauft. Hi, ich bin Adrian, ich bin 21 Jahre jung. Ich wollte immer Schauspieler werden, war angemeldet an einer Schule in München und jetzt will ich Priester werden. Das sind also die beiden, die hier im Priesterseminar ihre Ausbildung machen. Bevor ich mit Ihnen spreche, habe ich aber erstmal ein paar Fragen an den Mann, der hier im Haus eine, ja, doch ziemlich wichtige Rolle spielt. Herr Kreuzer, Sie sind Regens hier im Priesterseminar. Wenn man das so in die Fußballsprache übersetzen möchte, kann man doch sagen, Sie sind Trainer, Jugendtrainer, der sich um die Nachwuchsspieler kümmert. Kann man das so sagen? Ja, so kann man das sagen. Vor einigen Jahren nach der Priesterweihe habe ich auch von den neuen, also von den Weihekandidaten einen Ball geschenkt bekommen, wo sie alle unterschrieben haben. So quasi jetzt. Danke an den Trainer. Genau. Sozusagen. Ja. Was ist Ihnen das Wichtigste, was Sie den Priesteramtskandidaten, ja, was ist das Wichtigste, was Sie rüberbringen wollen? Was ist für Sie das Herz des Priestertums, wo Sie sagen, wenn Sie das begriffen haben oder leben können, dann sind Sie schon auf einem guten Weg? Wenn die Leute spüren können, dass der Priester sie mag, dann ist viel erreicht. Und das möchte ich den jungen Männern mitgeben, dass sie darauf aus sind. Natürlich muss man Theologie studieren, natürlich muss man wissen, mit welchen Leuten man zu tun hat, wie pastoral geschieht. Aber das alles braucht das Band, das alles zusammenhält, wie der Paulus mal gesagt hat. Und das ist die Liebe, die uns von Gott her durch Christus kommt, ein bisschen hochgeschraubt dann in der Sprache. Und deswegen mein Ausdruck eher, die Leute müssen spüren, dass ihr sie mögt. Wie lange sind Sie selber schon Priester? Seit 1988. Oh, lange, lange, lange Zeit. Wenn Sie da so zurückblicken auf all die Jahre, gibt es da etwas, wo Sie heute sagen, also damit habe ich gar nicht gerechnet, das hat mich so völlig überrascht? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es die Missbrauchsskandal gibt, dass es tatsächlich an abgrundtiefe Bosheit, Schlechtigkeit unter den Priestern geben kann, die das Leben anderer Menschen zerstört. Da geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwo mal ein Versehen irgendwo falsch anlangt, sondern es sind ja geplante Taten. Und dass das tatsächlich sein kann, das habe ich nicht für Möglichkeit. Wie gehen Sie jetzt damit um? Jetzt denke ich, wenn man so anschaut, die Priester werden immer Menschen bleiben. Es geht immer darum, wie haben sie sich selber, ihre Sexualität in Griff, wie verstehen sie sich? Und dann sind ja tatsächlich auch die neuen Missbrauchsfälle wenig, die im Rahmen der Kirche vorkommen. Und unsere Aufgabe hier ist natürlich, alles dafür zu tun, in der Prävention auch darauf aufmerksam zu machen, was kann alles sein, in welche Situationen könnt ihr kommen und wie geht ihr selber mit euch selber und mit anderen um. Ich frage da ganz direkt, wird da ganz über Sexualität, wird hier ganz offen darüber gesprochen? Haben Sie den Eindruck, da ist eine Offenheit da? Doch, wir haben, wir haben seit einiger Zeit einen Priester, der Psychologe ist und dessen Aufgabe ist, mit den jungen Leuten Biografiegespräche zu führen. Dazu gehört, wo sie herkommen, warum sie so sind, wie sie sind. Und dazu gehört dann auch, wie sie ihre Sexualität sehen, wie sie sie leben, wie sie sie verarbeiten. Und zusammen mit dem haben wir jetzt auch ein institutionelles Schutzkonzept erarbeitet, das in nächste Woche dann praktisch endgültig beschlossen wird und an dem alle mitgearbeitet haben. Also dank
dem Psychologen und seinen Gesprächen, von denen ich nichts weiß, die können da wirklich ganz offen mit ihm reden, denke ich, dass, so sagen es auch die Seminaristen, sind sie wirklich da auf einem guten Weg. An den Regens habe ich noch eine spannende Frage, jetzt aber zu den beiden Seminaristen. Puh, also wenn man das liest, was hier alles über den Priester drinsteht, da kann es einem schon ein bisschen, schauen Sie mal hier. Durch die sakramentale Weihe verbindet sich Christus in einzigartiger Weise mit dem Priester und befähigt ihn dadurch, in seinem Namen zu sprechen und zu handeln. Die Kraft dazu verleiht ihm der Heilige Geist, der bei der Priesterweihe in besonderer Weise für die Berufenen erfleht wird. Puh, puh, puh. Adrian, du bist 21 Jahre jung, möchtest Priester werden und der Priester ist ja quasi der Stellvertreter Christi. Das ist ja, hast du da keinen Schiss? Das ist ja ein Riesending. Also, als Priester handelt man zum Beispiel in der Eucharistie in persona Christi, das ist schon richtig. Und das ist ein ziemlich überwältigender Gedanke. Ja. Möglicherweise, das ist ja jetzt noch nicht festgelegt, ich bin ja noch ganz am Anfang, möglicherweise einmal dort einmal da zu stehen. Aber ich würde nicht sagen, dass es mich überfordert. Der Gedanke ist nicht überfordernd. Und das würde ich als Bestärkung meiner Berufung sogar wahrnehmen. Also ich glaube, ich hätte da schon... Ja, du, das hatte ich auch. Und zwar jahrelang, sonst wäre ich wahrscheinlich früher eingetreten. Ja. Aber ich finde im Gebet damit meinen Frieden. Mhm. Was bedeutet dir es, also Priester zu sein oder dieses Amt des Priesters zu leben? Was heißt das für dich? Tatsächlich, mein Bild ist ganz stark geprägt durch einen Satz meiner Mutter. Damals, als es angefangen hat im Kindergarten, in der Grundschule, dass ich das toll fand, diesen Mann da vorne, der ganz nah dran ist. Also noch näher als wir in der Bank, sondern er ist ganz, ganz nah dran. Das ist was ganz Großes. Und meine Mutter sagte mir, ein Pfarrer ist ein kleiner Jesus. Also möchte ich als Priester leben wie ein kleiner Jesus. Ich versuche, grundgut zu sein. Das ist nicht realistisch, aber ich habe dieses Ideal. Und noch viele Jahre vor mir. Und um an mir zu arbeiten. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du wärst jetzt dann Priester. Mhm. Was ist dann der Unterschied zwischen uns beiden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, der große Unterschied ist unsere unterschiedliche Berufung. Also Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Die einen ruft er zur Ehe. Andere in die Ordensgemeinschaft, wieder andere zum Priester in der Diözese. Und bei mir ist es momentan so, Christus möchte mich in genau diesem Amt, denn es ist ein Amt, das ich bekleide, um tatsächlich für die Menschen Christus in der Kirche, um den Menschen Christus in der Kirche tatsächlich leibhaft zu geben. Du kannst das in diesem Fall dann nicht. Das ist wahrscheinlich der einzig große Unterschied. Ja. So sehe ich das jedenfalls jetzt, Anfang meines Studiums. Also wer Priester wird, will ganz für Gott da sein. Das heißt, er entscheidet sich auch gegen eine eigene Frau als Partnerin, gegen eine eigene Familie. Das ist eine Entscheidung, die muss man sich natürlich wirklich gut überlegen. Christian, das fand ich sehr spannend bei dir, was ich gelesen habe im Interview. Du hast Exerzitien gemacht vor einiger Zeit, wo es darum ging für dich, soll ich jetzt Priester werden, soll ich das anstreben oder nicht? Und dann hattest du die Aufgabe bekommen, stell dir mal diese eine Situation vor, Frau, Kind, Familie, begib dich da mal rein, das ist deine Lebenssituation. Und auf der anderen Seite, jetzt stell dir vor, begib dich mal rein, ich möchte Priester werden oder ich bin dann Priester. Und dann hast du gesagt in diesem Interview, ja, Familie und Frau und so, das hat sich irgendwie so ein bisschen blass für mich angefühlt und das andere, das Priestersein, war bunt. Mhm.
Wie muss ich mir das vorstellen? Oder kannst du da so ein bisschen noch was zu sagen? Ja, gern. Also ich kann mich an die Situation noch sehr gut erinnern. Mein Wunsch war immer, Familie und Kinder zu haben. Und das war dann für mich auch immer die ganzen Jahre über eine lebendige Vorstellung. Und als ich mir das dann konkret vorstellen sollte, zuerst allein für mich, aber dann auch mit der Bitte, Gott, schau doch du mit drauf und lass mich das auch mit erkennen, blieb dieses Bild relativ blass. Und anders bei dem Priester war für dich Leben drin. Da war Leben drin und was auch dann das Besondere war, viele Befürchtungen oder Ängste vielleicht, die mit diesem Gedankengebilde dann auch vorhanden waren, waren da wie, es war einfach ein Friede mit da. Es war relativ ruhig und ich habe gemerkt, da liegt vielleicht noch das Größere drin und hat dann somit auch mehr Farbe bekommen. Aber auf der anderen Seite bleibe ich natürlich auch der Christian und habe trotzdem meine Freunde. Ich muss dann auch an Teresa von Avila denken, wenn sie gesagt hat, Gott allein genügt, ja, dann glaube ich schon auch, dass Gott das jemanden, der sich für so einen Weg entscheidet, es muss ja nicht nur Priester sein, auch Ordensleute, ja, auch in so eine intime Nähe zu kommen, in so ein Geborgensein, dass man da auch wirklich gut und erfüllt leben kann. So, jetzt aber nochmal zurück zu Regens Michael Kreuzer, denn es gibt noch eine wirklich aktuelle und spannende Frage zu klären. Herr Kreuzer, viele sagen ja, auch Frauen sollen Priesterinnen werden können in der katholischen Kirche. Jetzt frage ich Sie mal, können Sie mir ein, zwei oder drei Gründe nennen, warum Frauen durchaus Priesterinnen werden könnten? Ja, natürlich. Das gehört zum theologischen Ausbildung dazu, dass man Argumente für beide Seiten bringen kann. Und dafür, dass Frauen Priester werden können, spricht eindeutig die gleiche Würde von Mann und Frau. Mhm. Beide sind Kinder Gottes, beide müssen das tun können. Mhm. Und das ist das eine. Das andere ist der sehr wertschätzende Umgang Jesu mit den Frauen. Und Frauen auch in der heutigen Kirche haben ihre hervorragende Bedeutung. Ohne sie würde manche Gemeinde nicht funktionieren. Und in der Kindererziehung hängt es oft sowieso an den Frauen. Hätten wir noch zwei Gründe. Ja. Aber dann scheint auf der anderen Seite noch was zu sein. Ja, aber ist dies, dass im Prinzip, das ist mir bei den Debatten im Synodalen Weg aufgegangen, dass im Prinzip die Frage geklärt werden müsste, konnte Jesus eine Kirche gründen und wenn er das konnte und wollte, wollte er sie so haben, wie sie von der Struktur her jetzt im Prinzip ist. Sprich, also mit den Männern. Mit den Männern. Und wenn Jesus das konnte und wollte, dann hat die Kirche keine Möglichkeit, so wie es auch in dem Schreiben Ordinatio Sacer Totalis ausgedrückt ist, das Ganze zu ändern. Ich meine, die ganzen Argumente pro und contra, diese ganzen theologischen, die sind doch ohnehin schon bis ins Detail ausgetauscht, oder? Da gibt es doch eigentlich nichts mehr Neues, was da an Erkenntnis kommt. Das ist richtig. Und wenn es aber dann so ist, wie es jetzt ist, dann muss man doch sagen, okay, alle Argumente sind bekannt, aber die Kirche will es halt so, wie es jetzt ist und will es auch nicht ändern. Ja. Ende. Zumindest der Teil der Kirche, der dies auf einem Konzil oder so wieder beraten wurde, so ist es. Dann bleibt so, wie es ist. Wenn es nach mir ginge und der Kirche, dann schon. Ja, was hat dieser Jesus Christus wirklich gewollt? Ich merke, wie schwierig, ja vielleicht unmöglich es ist, dazu 100% ranzukommen. Es ist eben ein Glaube, kein Wissen. Adrian und Christian jedenfalls möchten Jesus so nah wie möglich sein. Ich wünsche den beiden wirklich viel Glück.